Ja, hey Leute, hier ist wieder Master Sigur TV und wir sind hier bei einem ganz kurzen Part von unserem Let's Play. Ich will das auch nur ganz schnell, ganz kurz hier machen. Und zwar, weil wir hier gerade bei Medusa am Start sind, beziehungsweise auf dem Weg zu Medusa. Und ja, ich bin jetzt gerade Level 90 gekommen. Man hat es gerade, denke ich, kurz noch mitbekommen. Und ja, das bedeutet, wir haben eine fucking neue Waffe. Das ist mega nice. Und endlich Level 90. Darauf habe ich so lange gewartet. Und ja, ich glaube, wir skillen auch direkt auf Level 90. Obwohl, machen wir gleich. Ich glaube, das lohnt sich jetzt gerade noch nicht, weil wir sind ja jetzt gerade noch hier. Und so, nur ich bin gerade mega langsam. Und leider Gottes habe ich den Speedboss nicht abbekommen. Ich habe mein Shadowpad da hinten. Nur die solche Holzköpfe. Gut, nee, das wollte ich euch zeigen, weil wir sind heute halt zu Medusa gegangen und ich dachte, ich war noch nie mit euch hier zusammen bei Medusa, ich habe es noch nie aufgenommen und das ist eigentlich ganz cool, das mal zu zeigen. Wir sind hier mit unserer Gilde, man kann sehen, wir haben fast eine ganze Achterparty voll und das ist echt cool, weil da können alle rein, halt im loweren Bereich bis zum ganz hohen Bereich, zum Beispiel unser Lowster, hier ist Level 81 und der höchste ist Level 109 und das ist auf jeden Fall optimal, also so kann man auf jeden Fall echt alle hochziehen und ja, macht auch Spaß einfach mit mehr Leuten zusammen, ganz egal was für ein Level die haben. So, hier ist unser Fellow Pad, jetzt können wir endlich mit dem Fellow laufen. Ich habe es eigentlich extra da gestackt. So. Jetzt buff ich, jetzt skill ich mal eben auf, ah ne, ich wollte ja noch nicht auf 90 skillen, ne? Holzkopf, gerade erst gesagt. So, und jetzt, das ist so, bei Medusa, das ist halt immer einmal, nee, das ist immer zweimal am Tag, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Nee, dreimal sogar, es ist einmal um 3 Uhr morgens, nee, momentan um 4 Uhr morgens, wegen der Zeitverschiebung, 4 Uhr morgens, einmal um 9 Uhr morgens und einmal um 9 Uhr abends. Und ja, wir machen das jetzt natürlich um 9 Uhr abends, das ist, denke ich, die vernünftigste Zeit. Und ja, das ist dann hier aufgeteilt in vier Richtungen erstmal. Man hat Norden, Osten, Süden, Westen und man muss erstmal alle Unics töten, die an den Enden dieser Seiten sind. Hier sind auch keine normalen Monster. Muss man sich keine Gedanken machen. Und ja, wenn man dann die Unics gekillt hat, die ja schon mega geile Prozente geben, spawnt hier in der Mitte beim Flame Spirit Passage. Hier spawnt dann der Man of Flames. Und der gibt auch massig EXP, hält aber echt gut aus. Da muss man echt gut aufpassen teilweise. Der tankt ordentlich und haut auch gut Damage rein. Und nachdem man den gekillt hat, öffnen sich drei Teleporter. Und jeder Teleporter bringt einen zufällig an einen anderen Ort. Und ganz egal, wohin ihr kommt, von dort aus müsst ihr nochmal was erledigen. Und zwar entweder habt ihr die Chance auf Soso, das ist so eine Schlange, so ein Unic. Sehr geil für EXP, für die höheren Leute. Dann könnte es sein, dass ihr vier kleine Unics bekommt, mega geil für lowere Leute. Und wenn ihr Pech habt, kriegt ihr einfach nur irgendwelche Monster. Und wenn ihr eines dieser Räume halt dann absolviert habt sozusagen, dann könnt ihr zu Medusa. Ja, das zeige ich euch jetzt hier mal ganz kurz einfach. Ich zeige jetzt nicht alles, nur ich wollte euch einfach mal hier so ein bisschen diesen Medusa-Raum zeigen, beziehungsweise diese Vorräume und so. Und einfach, dass man hier bei uns in der Gilde echt auch im hohen Levelbereich wenigstens ein paar Sachen macht, weil im Low-Level-Bereich versuchen wir eh immer füreinander Unix zu killen und so, um miteinander was zu machen. Und aber auch im hohen Bereich vor allem wollen wir immer wieder was machen. Da habe ich letztens ja dieses Fortress Dungeon Ding gezeigt und ja, sowas machen wir hier auch auf jeden Fall im hohen Bereich mit Medusa noch. Und ja, ab Level 90 denke ich, kann ich jetzt auch in Alexandria ein bisschen rumchillen und da können wir dann auch irgendwann endlich ein paar Sachen machen. Da gibt es Apis, das ist ein Unic, oder da gibt es dann diesen Tempel, ich weiß gerade nicht genau, wie der hieß. Der Pharao-Grab war das genau. Pharao-Grab, da kann man auch noch hin und da gibt es ein paar richtig, richtig geile Quests und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal ultra hart drauf. Dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, aber so ist es. Genau, da steht, das Tor des Sarin-Stammes ist geschlossen. Dieser Sarin-Stamm ist hier, das B5, in der Yangan Cave. Man hat also 10 Minuten Zeit, zu Medusa zu gelangen.
wenn man es, also bis zum Raum hier, wenn man es bis hierhin geschafft hat in der Zeit, gut. Jetzt kann man aber nachträglich nicht mehr rein. So, hier ist das Unique. Wir hauen hier mega rein, also ohne Spaß. Ich komme gerade an, das Unique ist ja jetzt schon hier ein Viertel down. Das ist schon richtig hart. So, ich verteile auch gerade ein bisschen hier Buffs. Ich habe hier den All, diesen Group Reflect Buff, der ist richtig nice. Und dann habe ich noch einen Schreimaske Buff, der ist unnormal. Also ich liebe diesen Buff. Den verteile ich gerade einfach mal so ein bisschen. So, und ich bin mehr dafür da. Ich kann jetzt nicht den krassesten Damage reinhauen. Obwohl, jetzt haben wir die neue Waffe, ne? Oh, das ist so geil. Ich will gerne nachher mal sehen, wie viel Schaden wir jetzt machen. Wir müssen das hier auch in den Leisten noch ersetzen, sehe ich gerade. Weil wir haben ja unsere Buff-Leisten und da muss ich das noch umändern. Ja, ich hätte jetzt gerne schon die neuen Skills einerseits. Andererseits müsste man jetzt mal ein bisschen SP farmen. Ja, ich glaube, ich warte. Weil wir kriegen jetzt hier ordentlich was Neues, würde ich jetzt mal schätzen. Also wir... Ich weiß es sogar gar nicht. Vielleicht kriegt man sogar gar nichts krass Neues, aber man hat so das Gefühl mit 90, boah, da muss es doch nochmal richtig abgehen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, bei Klerik kriegt man auf jeden Fall gut neue Wiederbelebungsskills und sowas. Ja, hier, wir können dann bis Level 110 wiederbeleben und so. Das ist natürlich optimal, weil das Max-Level hier auf dem Server ist 110. Von daher haben wir dann die Möglichkeit, wirklich alles und jeden zu ressen. Und das ist ja ganz gut eigentlich. Alter, man merkt hier echt nichts vom Kampf. Der Kampf geht so wie ganz von alleine irgendwie. Das ist echt krass. Ja, Sonic ist jetzt so gut wie down. Am besten lässt man immer den Stärksten den Last Hit machen. Deswegen attack ich gerade nicht. Weil ist sinnvoll, weil der kriegt dann wieder Bersi voll. Und wir haben einfach mal fast 6% bekommen durch dieses Unique. Also 5% haben wir bekommen. Und das ist so geil, weil das gibt es viermal. Das heißt, viermal 5% haben wir 20% nur durch die Uniques hier an den Ecken. Und dann kommt noch dazu, dass dann Man of Flames, der gibt nochmal mit Sicherheit 10%. Und da haben wir dann 30% schon gemacht, mindestens. Weil danach kommt ja darauf an, was man dann kriegt im nächsten Raum. Ja, aber das ist natürlich so. Ich habe auch ein EXP-Ticket gerade drin, muss ich zugeben. Habe ich mir extra geholt. So, da ist gerade Sir 13. Ich habe so gehofft, dass er mir jetzt Moving Speed gibt. Weil am liebsten würde ich meinen Fellow Pet stacken. Aber ist egal. Weil das Ding ist, wenn ich Fellow Pet stacke, dann kann ich das die ganze Zeit da lassen. Weil jetzt laufe ich erstmal mit dem Fellow Pet dahin und kurz bevor wir dann beim Unique sind, kann ich es dann stacken und es klappt besser, wenn ich Moving Speed habe und dann stirbt es nicht, weil es fuckt ab, wenn das beim Kämpfen gegen die Unique sterben sollte. Das macht nicht gerade wirklich viel Spaß. So, ich wollte euch aber tatsächlich das nur so ganz kurz zeigen. Die Aufnahme ist jetzt zu Ende, weil wir werden Medusa selbst wahrscheinlich nicht töten. Ich glaube, das wird zu lange dauern. Zumindest die anderen könnte sein, dass die Medusa töten. Aber ich habe leider heute nicht die Zeit, noch Medusa zu töten. Weil das dauert halt natürlich. Also für Medusa selbst würden wir in dieser Gruppenkonstellation... Puh, doch wahrscheinlich. Lasst mich jetzt nicht lügen. Aber ich würde sagen, schätzungsweise so eine Stunde brauchen. Oder 40 Minuten, irgendwie sowas in diesem Bereich. Und so viel Zeit will ich dafür jetzt nicht opfern. So, deswegen verabschiede ich mich jetzt hier von euch und ja, falls ihr selbst Interesse haben solltet, dass ich das nächste Mal ein bisschen mehr hier aufnehme, kann ich das super gerne mal machen, ein bisschen auch vom Man of Flames und so weiter, nur ich bin auch gerade im Teamspeak zusammen mit ein paar Leuten und mit denen ich jetzt auch hier bin zum Teil und das will ich gerne weitermachen und deswegen sage ich euch dann, ciao Leute, viel Spaß, wir sind Level 90 gekommen, das ist mega geil. Ich hoffe, den einen oder anderen von euch auch hier bald zu sehen und bleibt legit, Leute. Ciao, bis dann.